So, weiter geht's weiter mit dem nächsten Spiel. Und das heißt dann als Gegner Freiburg. Das wollen wir heute noch lösen. Unser Ziel ist es halt, wie gesagt, nur diesen zweiten Platz zu machen. Dazu müssen wir heute gewinnen. Und, ja. Mehr auch nicht. Es geht nur rein darum, diesen zweiten Platz fix zu machen. Bayern ist Meister, das ist klar. Das heißt, wir werden versuchen, in der nächsten Saison nochmal anzugreifen. Es sind einige Niederlagen zu viel. Ich glaube, wir haben 7 oder so insgesamt geholt in dieser Liga. 6 haben wir. Also, ja, wir haben schon die meisten Tore, aber halt nicht die meisten Punkte. Entscheidenden Moment haben wir verloren gegen Dortmund. Wir haben in Berlin verloren zweimal, also gegen Hertha und gegen Union jeweils. Und gerade diese Niederlage gegen den Tabellenletzten, das tat sowas von weh. Dieses Unentschieden zu Hause gegen Mainz, Unentschieden gegen den HSV ebenfalls in einem Heimspiel, Niederlage gegen Leverkusen im Heimspiel und. Da sind einige Sachen dabei, wo ich mir denke, ah, da wäre vielleicht was drin gewesen. Da gab es nochmal diese Doppelniederlage hintereinander in Augsburg und zu Hause gegen RB. Das sind einige Punkte, die wir. Also machbar wäre es gewesen, die Saison. Muss man einfach mal so sagen. Aber ist es nicht passiert? Bayern ist Meister, wie gesagt, für einen Spieltag vor Schluss. Wir haben 4 Punkte Vorsprung, die kriegen wir nicht mehr aufgeholt. Jetzt geht es darum, das letzte Spiel gegen Freiburg gewinnen und diesen zweiten Platz zu machen und am Ende vor Borussia Dortmund zu stehen, die wir ja nur 1 Punkt von 6 geholt haben. Dann haben wir ja auch zu Hause unentschieden gespielt und in Dortmund haben wir halt vor 3 Folgen verloren. So, jetzt geht es einfach nur darum, ein bisschen zu rotieren. Die Mannschaft ist ja gefestigt, deswegen werde ich auch nochmal neuen Keeper reinbringen heute. Ludewig darf heute mal von Beginn an, Renault darf heute mal von Beginn an spielen. Paulinho wird heute von Beginn an reißen dürfen. Krüger macht heute mal ein bisschen was von Anfang an. Also einfach mal ein bisschen Rotation reinzubringen. Klar, jetzt müssen noch darum. Aber wie gesagt, Kaderabek, der spielt als Rechtsverteidiger jetzt außen, ja. Dann spielt der Ludewig von Anfang an hinten auf der Seite. Duarte spielt jetzt Kolasinac. Probieren wir es einfach mal da auf der Position. Oh, passt soweit. Was tun wir mal rein? Nochmal Tee mal rein. Piontek raus. Das ist der Startelf. Einfach heute mal ein bisschen durchzurotieren, ne? Ein bisschen was zu machen. Einfach mal ein bisschen paar jüngeren Talenten die Situation zu geben. Wie gesagt, ich schenke das Spiel nicht her. Ich nehme es nicht auf die leichte Schulter. Wie gesagt, für mich geht es dann auch um alles. Alario doch noch seine 40 Tore macht. Also muss er Minimum heute einen Dreierpack erzielen. Also er muss einen Dreierpack erzielen. Und ja, mal gucken, was wir hinkriegen heute. Und wirklich wichtig ist, das Spiel natürlich noch heute nach Hause zu fahren. Weil Freiburg ist nämlich auch keine Laufkundschaft. Aber wie gesagt, normalerweise machbar. Normalerweise. Das habe ich auch auswärts über Berlin gedacht, über Union. Da habe ich gedacht, ja, oh, der Letzte, der wird schon irgendwie werden. Aber Pustekuchen. Na gut, heute Freiburg. Und dann haben wir ja morgen das Pokalfinale noch. Und dann sind wir durch. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Ich bin Wolf Fuß und ich darf das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und wir sind zu Gast bei einem Spiel am letzten Spieltag der Bundesliga. Schalke 04 gegen SC Freiburg. Letztes Saisonspiel also, Wolf. Das ist natürlich der Zeitpunkt, auch zurückzublicken. Ich glaube, wir haben wieder eine spektakuläre Spielzeit hinter uns. Es war sehr unterhaltsam, viele Highlights. Spielerisch eine der besten Saisons der letzten Jahre. Und ich sag dir was, heute gibt es nochmal ein klassisches Spiel. Die Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Schalke. Ja, viel Rotation sieht, natürlich, aber klar. Im Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Deswegen, ihr seht gerade auf der Bank, wer da so noch mit auf der Bank sitzt. Kein Ersatzkeeper übrigens. Also Schwolo heute nicht im Kader gegen seinen Ex-Verein. Bis er ja nach Berlin gewechselt ist, hat er ja in Freiburg gespielt. Auf die Aufstellung des SC Freiburg.
mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Genau, so ist es. So, auf geht's. Heute heißt es viel zu tun, Alario die Chancen vorzulegen oder die Tore vorzulegen. Und ob wir das heute schaffen, sehen wir uns jetzt an. Los geht's, viel Spaß mit dem Duell gegen Freiburg. Und Florian Krüger, der heute mal, wissen wir was, der heute Marco Richter ersetzt, der heute nicht in der Mannschaft steht, weil er gesagt hat, er wird geschont für das Pokalfinale morgen. Er wird auch das Pokalfinale haben. Und dann ist es auf die erste Chance, Alario. Aber geblockt der Freiburger. Die erste Situation. Wie gesagt, Alario muss heute einen Dreierpack erzielen, um halt diese Möglichkeit von 40 Toren, die ja Lewandowski diese Saison geholt hat, zu packen. Das dürfte heute ein tolles Duell werden. Naja, das sind die Spiele, auf die du dich als Kommentator ganz besonders freust. Also, gut, dass gleich... Alario? Ja, mal auf die Außenbahn. Ja, und Schalke führt mit 1-0 und das ist nicht Alario, sondern Paulinho. Es geht ja darum, heute noch diesen zweiten Platz zuzumachen gegen Borussia Dortmund. Dazu muss man einfach gewinnen und dann können die Dortmunder 20-0 gewinnen. Das würde nicht reichen. Also 1-0 erstmal gegen den SC Freiburg. Erstmal die Aufgabe Nummer 1 zu lösen. Tor Nummer 11 für Paulinho, der Liverpool erreichen soll. Da verlieren sie den Ball. Alario? Ah, komm nicht hin. Gutes Anspiel. Ah, die Freiburger wollen jetzt gerade ein bisschen mit dem Kombinationsfußball was probieren. Das kann gefährlich werden. Jetzt zieht er in die Mitte. Karl Arabe, gut gemacht. Aber der Ball kommt nicht an, der beim Schalker, sondern in der Volkswagen Arena. Ein Tor ist Hamburg. Gefallen. Was passiert ist, erfahren wir jetzt aus dem Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Hertha BSC. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt Krüger. Sind 18 Minuten. Vielen Dank. Alario. Die stellen den gerade sowas von zu, den Jungen, ja, den Chilenen, aber... Paulinho, dann ist es der Außenpfosten, der das 0-2 erinnert. Gut gemacht. Alario, Alario, jawohl, Tor Nummer 1 ist was passiert. Da ist ein Erster, Nummer 38. Weil er hat ihn mit 5-0 gewonnen und trotzdem kein Alario-Tor, aber zwei Vorlagen gemacht. Jetzt hat er mal endlich. Kann er sich hier durchsetzen gegen zwei Mann, gegen zwei Freiburger, gegen drei Freiburger und haut das Ding dann hinten ins lange Eck. Hier nochmal dieser Treffer. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Ja, die Frage ist, kann er es heute schaffen? Tut mir leid für Freiburg, aber meine Aufgabe ist, das Ding heute irgendwie nach Hause zu fahren. Minimum mit 3 Toren. Ah! Schöner Pass. Griffo. Ja, Abseits. Der Italiener steht da ein bisschen im Abseits. Krüger. Schalke hat deutlich weniger von diesem Spiel, was den Ballbesitz angeht. Aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles, sehen wir auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen. Richtig. Das haben wir auch gegen Frankfurt gemacht, wo wir eigentlich nicht gefühlt die bessere Mannschaft waren und trotzdem das Ding nach Hause geholt haben. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, Freiburg versucht doch mal ein bisschen mit dem Aus über die Außenbahn zu kommen und. Die Schalker verhindern es mit ein bisschen Dusel. So kommt der Schuss nicht durch. Weg. Und das gibt Abstoß. Bella Kotschap. Wir gehen mal ab ins Studio, denn im Wohnen-Westweser-Stadion ist ein Tor. Wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Bayern, okay. Ja, es ist eh wurscht. 37 Minuten sind gespielt.
Danke für dieses kurze Update. Ah ja, aber doch nicht. Glatt rot! Glatt rot für Malik Chow, gell? Der erste Platzverweis der Schalke für die Schalker. Der Platzverweis, wie ich finde, Wolf. Notbremse, ja, leider ist es halt so. Ja, durchaus gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr oh, scheiße, so ein Spiel kann auf einmal so kippen. Absoluter Rückhalt, so wie jetzt zu sehen. Ecke ins Zentrum. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter den Ball. Die Frage ist, jetzt ist das Pokalfinale gesperrt oder ist er nur für die Liga gesperrt? Weil da wäre es der erste Spieler in der neuen Saison. Lazza. Lucas Alario. 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 Und Müller. Und damit verhindert er den Doppelpack. Zumindest vorerst. Erstmal geklärt. Pause. Zur Pause 2-0 und einmal weniger. Führung steht 2-0, aber sie müssen weiter konzentrieren. Ja, Hamburg gewinnt. Dortmund führt in Hamburg 1-0. Aber das ist jetzt in dem Moment wurscht. Man führt mit 2-0, das ist das. Daher kann man auch getrost drauf scheiß, was die da an, was die Konkurrenz macht. Das ist das Wichtigste. Unsere Hausaufgaben, unsere eigenen Hausaufgaben zu machen. Vecchino. Fängt diesen Ball. Also sind das immer die letzten 45 Minuten der Saison. Nur so nebenbei. Ludwig. Er nimmt ihm den Ball ab. Ja, kommt nicht weg, kommt nicht durch. Das Finale im deutschen Pokal ist nicht mehr fern. In Leverkusen. Also gegen Leverkusen. Dann geht es gegen Bayer Leverkusen. Und wie ich mich auf dieses Pokalfinale. Neuauflage von 2002. Es tut sich was. Paulinho. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Leipzig. Der neue Spielstand lautet damit also 2-1. Gespielt sind hier 53 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Matthias Vecchino. Ich komme aber auch gerade jetzt nicht in eine Situation. Gefühlt machen die Freiburger gerade ziemlich viel. Und das ist das Problem. Die kommen auch immer wieder mit diesen Bällen, diese Abprallern klar, 60. Minute. Lucas Alario. Alario jetzt vielleicht mal mit Power gegen Dominik. Ach Mann! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Ja, Freiburg macht es gerade richtig. Die kriegen das jetzt gerade so ein bisschen. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Gute Balleroberung. Was machen sie draus? Der Ballverlust. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Lucas Alario. Alario. Warte den Moment. Ja! Toller Treffer. 3-0. Der Gegner macht den Ball rein. Tor Nummer 1 fehlt es noch. 39. Saisontor. Da ist das Tor nochmal. Und es ist nicht zu übersehen, da sind sie viel zu. So, jetzt bringe ich nochmal einen Wechsel, ziehe ich nochmal durch mit dem Wechsel. Nein, ich lasse Alario drauf, definitiv. Ich mache nochmal die Innenverteidigung ein bisschen zu. Als Sechser brauche ich noch dazu. Hm. So, deswegen eben dieser Doppelwechsel jetzt noch schnell. Passiv. Müssen irgendwie doch den Ball da aus dem 16er kriegen. Unglaublich.
Es tut sich was in der Volkswagen Arena. Ein Tor ist gefallen. Was passiert ist, erfahren wir jetzt aus dem Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für den VfL Wolfsburg. Der neue Spielstand damit 1:1. 74 Minuten sind hier gespielt. Danke für dieses kurze Update. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste. Ach komm schon, ey, du kriegst den. Ja, du kriegst den Ball, und jetzt also durchgedrückt und. Was faul. Abgepfiffen. Spieler zu verlieren, das können sie sich nun wahrlich nicht leisten. Nein, sie müssen sich zusammenreißen. Klasse Pass. Klasse Chance jetzt. Gut abgeblockt. Puh. Ich muss den Latzer und das Problem, ich muss eigentlich tatsächlich jetzt im Wechsel ziehen. Weil wenn der Latzer mir jetzt noch vom Platz fliegt, dann habe ich nämlich zwei weniger. Jetzt kommt der Wechsel. Das ist einfach nur gerade tatsächlich ein Notwechsel, den ich eigentlich nicht ziehen wollte. Ecke kommt in die Mitte. Und die Situation ist wieder bereinigt. Der Ball ist im Haus, es geht hier mit Abschluss weiter. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Und beim Stand von 3:0, kurz vor Spielende, können wir schon mal einen Blick nach. Boah, was so ein, gut gemacht. Oh, viel Platz jetzt. Ganz spannende Szene. Na, kriegen wir es noch hin? Es gibt noch mal eine Ecke. Ecke. Ecke in den Strafraum. Ja, schade, dafür ist Alario gewesen. Er kam nämlich frei zum Kopfball. Auf dem Papier her sind beide Teams nahezu gleich stark. Aber die Anzeigetafel sagt uns heute was anderes. Also damit, Wolf, hätte ich vor dem Spiel nun wirklich nicht gerechnet. Ich bin von einem knappen, spannenden Spiel ausgegangen. So kann man sich täuschen. Der Osun. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Das war's. Nein, er schafft's nicht. Er kommt dann mit dem 39. Schade. Weil die Freiburg aber auch durchgezogen haben. Die haben durchgespielt. Haben sie nur noch abschlachten lassen. Ja, damit ist die Saison zu Ende. Jetzt sind Zweiter. Das war eine durchschnittliche Leistung heute von ihm. Also, Ball ist wieder weg. Schade. Schade. Bayern hat sich nur unentschieden gespielt. Ja, am Ende sind zwei Punkte. Mann, diese Niederlage gegen Union. Das tut weh. Ach, schade. Am Ende sind 97 Millionen, die wir auf dem Konto bekommen haben. Also wir können auf jeden Fall für die neue Saison erstmal schon mal ein bisschen was Neues an Spielern kaufen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann geht's ins Pokalfinale gegen Leverkusen.